Der rote Teppich, weltbekannt als Red Carpet. Vertreter von Herrscherhäusern, von Staatsoberhäuptern, gerne genützt auch von Film- und Theatergrößen, beschreiten den roten Teppich als Symbol der Bedeutsamkeit. Und auch so mancher Vierbeiner schreitet gehobenen Hauptes über diesen Red Carpet. Die Idee allein bestätigt auch die Bekanntheit so mancher Persönlichkeiten und solcher, die es noch werden wollen. Der rote Teppich in Bruck an der Mur. Man erwartet keinen Staatsmann, keinen hohen Politiker, keinen Filmleinwandstar. Was erwartet man? Wir erwarten uns Kunden, das ist natürlich klar. Wir legen für unsere Kunden in Bruck an der Mur den Red Carpet, also den roten Teppich aus und freuen uns natürlich über die zahlreichen Kunden, die uns in Bruck an der Mur beehren. Und wir freuen uns über alle, die kommen. Vom 4. bis 6. April haben wir den Red Carpet Day mit Gratisparken in der Hochgarage, in der Abcoa-Garage. Und es gibt in allen Geschäften viele Angebote und Aktionen. Wie fühlt es sich denn so, auf dem roten Teppich zu gehen? Ja, super fühlt sie sich an. Also jeder kann das gerne ausprobieren. Also wir freuen uns natürlich, wenn viele Kunden kommen. Am Freitag wird ja auch die Music Night in Bruck an der Mur wieder stattfinden. Und da wird natürlich auch der rote Teppich hier aufliegen. Und wir freuen uns über alle Kunden, die über den roten Teppich drüber gehen. Welche Reaktionen haben Sie bisher über diese Einführung? Gibt es ja schon 2 oder 3 Jahre. Aber immer wieder ist es ein neuer Impuls. Also so wie wir es heuer machen, haben wir es noch nie gehabt. Also der rote Teppich, wir haben insgesamt über 1500 Quadratmeter roten Teppich ausgelegt. Das ist heuer erstmalig und die Resonanz ist bis jetzt grandios. Dann können wir uns freuen und dann sollte sich der Wiener Opernball etwas abschauen von den Bruckern, wie man einen roten Teppich auslegt. Naja, ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben, aber wir haben für unsere Kunden in Bruck an der Mur in unserer Art und Weise den roten Teppich ausgelegt. Und jenen Kunden und Gästen wird bestätigt, dass sie zu jenen gehören, die etwas Besonderes sind. In den nächsten Tagen wird Bruck an der Mur Symbol für Erfolg und Freude sein. Warum in die Ferne schweifen? Das Gute liegt so nah. Nah und frisch in Allerheiligen im Mürztal. Längst geht der Trend weg von den großen Speckgürteln nahe der Ballungszentren wieder hin zum Individuellen. Erfreulicher Zufall, wir treffen jemanden hier, der Sänger ist. Sänger und bekannt natürlich auch über die Grenzen des Ortes hinaus. Und er kauft hier ein bei Nah und Frisch, oder? Genau, weil es nah und frisch ist. Also ja, Thomas David kauft beim Nahen Frischheim, weil er erstens 100 Meter von da weg wohnt und weil es einfach viel wichtig ist, dass man die Region fördert in Zeiten wie diesen und weil es super liebe Leute sind, ja, und das schätze ich. Die beste Jausen, genau, das ist sowieso. Nein, und ich schätze einfach dieses fast familiär, oder beziehungsweise man kann einfach jederzeit kommen und wird einfach immer nett empfangen und es ist sehr familiär. Auch das gibt es, nah und frisch, als Stammgast, ja, sich hier wohlzufühlen. Das ist unser Nuff. Wir sind froh, dass wir das Geschäft haben. Also sonst müssen wir mit der Weide wieder mit umfahren. Ne? Kriegen tut man alles da. Fesche Damen haben wir da, ein feines Personal. Was will man noch mehr? Und ich muss dann eh wieder auf die Alm. Und das nutze ich aus in der Zeit, wo ich rund bin. Dafür sage ich jetzt einmal Danke. Gell? Früh übt sich, was ein guter zukünftiger Kunde sein wird. Man vertraut sich gegenseitig, man hat das Gefühl, man ist in einer Familie. In einer Familie, die Zusammengehörigkeit und Freude interpretiert. Es ist für den Kunden angenehm, eine gute Atmosphäre vorzufinden, nah zu sein, frisch zu sein. Und auch für die Verkäufer ist es wichtig, dass gute Stimmung herrscht. Ich glaube, das gelingt uns ganz gut, weil wir gewinnen immer mehr an Kunden dazu. Lauf nicht fort, kauf im Ort. Wir sind zuständig für einen persönlichen Service. Wir fragen nicht, ob es Kundenkarten oder was. Wir fragen, wie geht's euch? Und so geht jeder immer
glücklich und zufrieden aussehe und wir sind froh, dass das Geschäft so gut angenommen wird. Nah und frisch, immer wieder begegnet man diesen beiden Begriffen. Und hier in Allerheiligen sieht man auch das gute Tröpferl. Und wie lange gibt es das eigentlich schon? Dieses Geschäft gibt es jetzt seit 9 Jahren in dieser Form mit der Gemeinde. Und da im neuen Geschäft sind wir jetzt 3 Jahre. Zuerst waren wir im alten Geschäft. Und ja, das freut uns, dass es noch bestehen geblieben ist. Und Ihnen macht es auch Spaß? Ja, wir gehen gerne arbeiten. Wir sind unsere eigenen Chefs, wir schaffen auch und arbeiten alles selber. Nah und frisch gibt es schon seit einigen Jahren. Aber jetzt geht der Trend vollend zum Besuch, zum Einkauf in der Nähe. Denn umso frischer ist alles. Frohe Ostern, so lautet die Begrüßung um diese vorösterliche Zeit. Ostern ist auch die Zeit, wo man mit viel Liebe und Freude gestalten kann. Die Osterdekoration trägt sehr zur Einstimmung dieser Jahreszeit bei. Ostern ist für uns eigentlich die bunteste Jahreszeit. Dekorationen ist bunt und fröhlich und durchgemischt. Die Farben sind bunt und fröhlich. Jeder ist froh, wenn er noch den Winter wieder die Vielfalt vom Frühling bei uns bekommt und sieht. Und die Gestaltung einzelner Ensembles, das ist ja gar der Kreativität des jeweiligen Floristen überlassen. Der Kreativität ist da keine Grenze gesetzt, weil Ostern habe ich so viel Materialien. Ich kann Zweige verwenden, ich kann Heu, Stroh verwenden, ich kann eben alle Arten von Blumen verwenden. Und jeder Florist hat wieder eine neue Idee und es kommt wieder irgendwo was Neues raus. Und wie ist das eigentlich? Kommen die Leute jetzt schon fragen, sagen, ich weiß nicht, ich möchte gern mein Umfeld österlich bunt gestalten? Da gibt's, wir werden einmal dann herausfinden, wo die Gestaltung sein soll. Ist es die Tür, ist es die Fensterbank, ist es der Tisch? Welche Materialien sind vorhanden? Welche Materialien habe ich zu Hause? Was kann ich dazugeben? Welche Farbe habe ich gerne? Und da lasst sie mit so vielen Sachen was machen, was ich auch daheim habe, was einfach passt und wo ich dann mit ein paar Kleinigkeiten eine tolle Deko habe. Gibt es die Blume des Frühlings? Hat die einen eigenen Namen? Wie schaut sie aus? Es gibt zum Beispiel für mich jetzt die Blume des Frühlings ist die Tulpe. Tulpe gibt es in den verschiedensten Farben, in den verschiedensten Formen. Gefranste Tulpen, zweifärbige Tulpen. Tulpe ist eine sehr vielfältige Blume und die gehört für mich ganz typisch zum Frühling. Sie müssen ja nicht unbedingt aus Amsterdam sein. Nein, sie können auch vom Schacherl sein. Kundige Gestalter präsentieren ihre Osterdekoration in einer berauschenden Vielfalt. Die Blumen für draußen sind frostbeständig, sind abgehärtet. Man kann zum Beispiel die Stiefmütterchen, Narzissen, alle Zwiebelpflanzen ohne weiteres auch bei Minustemperaturen draußen lassen. Wenn es wirklich zu kalt wird, ein Vlies, ein Tuch, kurz darüber decken über Nacht, dann passiert nichts. Es macht einfach Freude zu sehen, welche künstlerische und kunstvolle Ideen das Ganze zu einem Ensemble formen und in uns Freude und Frohsinn entfachen.